Elias ist mittlerweile mit der zweiten Ladung des Tages unterwegs. Also wir fahren jetzt zum Klebel auf Neumarkt. Da haben wir jetzt einen Frostschutz 045 geladen. Der Klebel, der baut ja sein Werk ein bisschen vergrößern. Und dazu braucht er für die Bodenbearbeitung einen Frostschutz. So, gibt man dann da ab. Für den 21-Jährigen sind die Schottertouren etwas ganz Besonderes. Wo ich angefangen habe in der Firma, habe ich auch Mischgut gefahren. Und dann habe ich aber so Allergie dagegen bekommen. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Der Arzt hat zu mir gesagt, ich darf leider nicht mehr. Krass, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Hast du keine Luft gekriegt oder wie? Ja genau, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Mir ist schwindelig geworden, mir ist schlecht geworden. Und dann hat der Arzt gesagt, wenn wir auf die Fahrsicherheit schauen, und dann darfst du nicht mehr. Ja, dann fahren wir halt nur noch Schotter. So ist es, ist auch nicht schlimm. Und Stonecrush ohne dich ginge auch nicht mehr. Und das finde ich auch nämlich so schön an dem Job. Du weißt nie, wo du am nächsten Tag bist und wie die Baustellen ausschauen. Jeden Tag ist was Neues. Als hätte er eine Vorahnung, was die kommende Baustelle betrifft. Hey, wir haben nur eine Weile, wir haben hinten, oder? Das ist die Frage. Das letzte Mal bin ich hinten reingefahren. Und auch dieses Mal nimmt er die hintere Tür Einfahrt. Ja, Einfahrt ist richtig. Doch ob er wirklich am Ende richtig steht, sieht er, wenn das Licht angeht. Nee, das ist auch die falsche Sendung. Naja, wir werden es gleich sehen, hier bei Stonecrush. Sechzig Kilometer weiter nördlich von Elias beginnt der Arbeitstag für Hans-Peter mit einer Transferladung. Das ist jetzt der Zyklonsand. Der geht nach Grevenberg über. Der wird da weiter in die Schottersteingemischen mit Neigmengen und vermengt. Oder man findet ihn in den Sandkisten zu Hause von den Kindern. Passiert laufend, dass man in dem einen Werk Material hat und in dem anderen braucht man es. Und dann will man da hin und her pendeln, um da auszutauschen. Nehmen wir dann auch gern als Rückladungen immer mit, wenn man dann ins andere Werk muss, um mit leer hinüberzufahren, dann einfach das mitnimmt. Hans-Peter ist übrigens der Mann von Truckerin Gabi aus Folge 5. Die Streicheleinheit gibt's heute aber vom Lader und dann geht's zum Wiegen. Fertig. Gibst du mal bitte Bescheid, das ist also laut meiner Waage jetzt 25,8. Danke dir, Michael. Der Zyklonsand hat eine Körnung von 0 bis 1 mm und findet Anwendung in verschiedensten Sorten in Betonzuschlagsstoffen. Oder findet sich wieder auf Reitplätzen, vielleicht auch beim ein oder anderen vor der Tür, wenn er einen Strand hat. Ne? Daniel, 46 Waage 2. Der Michael wollte wissen, was er auch drauf ist. 26,1. Wie viel? 26,1. Ja, das können wir gelten lassen, alles klar. Hast du aber nicht vergessen, die sitzen da zu dritt gerade im LKW. Hey, Daniel, das stimmt überhaupt nicht. Die saßen nur zu zweit drin. Ich war fliegen, ich habe damit nichts zu tun. Also 300 durch 2, Wurzel 5. Anfangs hat es damit, dass ich nach der Lehre eigentlich versucht habe, das Fachabitur nachzuholen. War aber nicht ganz so erfolgreich. Und das habe ich dann noch ein bisschen abgebrochen. Gelernt habe ich Stahlformenbauer, also artverwandt mit einem Werkzeugmacher. Das war nicht so der Bringer, das hat mir nicht so richtig befriedigt. Und habe dann überbrückungshalber einmal das LKW-Fahren angefangen. Das war mit so Anfang 20, da bin ich hängen geblieben. Das hat mir Spaß gemacht, das Rumkommen, das hat mir taugt. Doch gestartet hat die LKW-Karriere nicht im Truck. Früher da angefangen auf einem Transporter und Siebenhalbtonner, weil da hatte ich ja bloß einen Dreier-Führerschein, bis die Bundeswehr mich rief, da meinen Wehrdienst abgeleistet, dabei das Glück gehabt, dass ich den Zweier-Führerschein machen durfte. Und wie ich den in der Tasche dann hatte und aus der Bundeswehr draußen war, habe ich gedacht, jetzt muss ich die große weite Welt sehen. Bei einer größeren Spedition angefangen und da dann zwar erst einmal enttäuscht, weil da bloß Nahverkehr gefahren bin, aber so nach einem Jahr, anderthalb Jahr, bin ich dann auch in den Fernverkehr gekommen, bin national gefahren, bin international gefahren. War eine schöne Zeit in gewisser Weise, dass man ein bisschen rumgekommen ist.
Aber das wäre jetzt eine Geschichte, was ich heute nicht mehr machen wollte. Ich bin froh, dass ich jetzt halt nur mit Tagestouren unterwegs bin und abends zu Hause in meinem Bett schlafen kann. Ja, wer ist das nicht? Denn das eigene Bett ist immer noch am schönsten. 50 Kilometer südöstlich in Laba sind Tobi und Martin immer noch dabei, die kaputte Siebmatte auszutauschen. Dabei wird gehämmert, gerüttelt und gewackelt, gezogen, ja, geworfen und geschöpft. Na leck, ist das warm. Und dann wieder gekratzt, geklopft, geflucht. Alter, bist du deppert. Gestöhnt, gemeckert. Das wird lustig. Und auch mal geruht. Brauche Pause. Ach, gelacht habe ich vergessen. Was für ein Satz, den habe ich komplett gegoogelt. Gut, gell? Und ach so, geschafft haben's das auch gleich. Doch vorher wird nochmal, ihr wisst schon, ein bisschen, ihr wisst schon. Da oben wieder. Ja. Kommst du schon hin? Okay. Drei. Schauen wir da wieder. Man sollte die Löcher dann noch ausschneiden, gell? Ja. Zeig's ganz nach rechts erst. Ja. Hey, Tobi, das ist ja nun gar nicht eng. Da hat's der Martin ja enger. Ja. Haben wir ja schon gesagt, er ist schlanker wie ich. Ja, komm, kannst du ja gerne reinkommen, wenn du reinkommst. Haben wir doch gerade gesehen, dass ich nicht reinkomme. Ach so. Schweißtreibende Arbeit hier. Naja. Ja, weil es so weit in der Mitte ist, ist halt schwierig mit zwei Personen. Aber kriegen wir schon hin. Bringt der Tobi die neue Matte, der muss halt die Schraubenlöcher noch ausschneiden und dann legen wir die neue rein. Ja, doch vorher muss Tobi sein ganzes Können am Schweißgerät zeigen. Ich muss jetzt einfach aneinander legen, weil da sind die Löcher drin, da war der Zwischensteg war. Und den müssen wir jetzt da rausschneiden einfach. Wenn du heimkommst, weißt du, was du gemacht hast. Du hast eh weniger Kraft und eigentlich. Also wenn du nach oben heben musst, ist es schon anstrengend. Und während Tobi fleißig ist, bringt Martin den Pizzaofen auf Temperatur. Ja, ja, und während der eine noch sein Feuerzeug sucht, stellt der andere seine Flamme ein und versucht sein Glück. Zum Glück halten es relativ lang, weil das ist ja täglich. Und das sagt der Mann in dem Ofen, der neue Bestseller. Naja, neben den Löchern, die passgenau stimmen müssen, muss Tobi auch noch kleine Schönheitskorrekturen an der Siebmatte vornehmen. Ich habe jetzt den noch ein bisschen zuschneiden müssen, weil die von der Kreis her immer nicht so genau passen. Und jetzt, weil die Hauken, die sind ein bisschen länger, weil es neu ging. Und jetzt muss ich da noch ein Stück wegschneiden, dass weil es ein bisschen zu breit auch sind für unser Sieb. Und dann mal jetzt die eine Reihe rausschneiden und dann passt es genau nicht. Und während Tobi die letzten Handgriffe an der 500 Euro teuren Siebmatte erledigt, habe ich noch eine 1 Million Euro Frage an Martin. Was machst du, wenn du jetzt kacken musst? Ja, das muss ich davor erledigen. Das hat man ein Gefühl, oder? Naja, manchmal kommt es auch plötzlich. Ah, ja. Dann nützt dir das Gefühl auch nichts. Aber ihr habt mir doch nicht so viel essen sollen. Ja, siehst du, lag ich doch vielleicht gar nicht so falsch. Dann hoffen wir mal, dass wir die Siebmatte nicht noch für... Ja, ist egal, hör auf. Wer schreibt denn diese Texte immer? Ich glaube, ich bin eine Sau. Hey. 20 Meter weiter unten im Werk kommt Trucker Andy gerade mit seinem Arkos 1851 von der ersten Tour des Tages zurück. Sein Auftrag war... Ich komme jetzt von der Firma Rau aus Nürnberg, Großgründlach. Die beliefern wir immer mit Frostschutz und 32 und da habe ich jetzt Asphaltschollen mitgenommen.
die kippe ich jetzt hier im Werk in Lauber auf die Asphaltschulen drauf. Das sieht immer leicht und einfach aus, aber man muss dabei sehr achtsam sein. Also beim Abkippen ist so, du solltest immer ziemlich gerade stehen, dass der Untergrund fest ist, nicht zu schräg dort stehst, weil wenn du zu schräg dort stehst, dann kann es passieren, dass der Lastwagen kippt und dann liegt man auf der Seite. Genau, ich will nichts vorwegnehmen, aber deine Worte behalten wir lieber mal für später im Hinterkopf. Jetzt haben wir abgekippt. So, und jetzt drücken wir hier im Tablet, gehen wir hier Lieferschein nochmal ein. So, und jetzt funken wir hoch. Sender 1, 99 frei, Lauber. Und jetzt warten wir. Ja. Jetzt haben sie es okay gegeben. Jetzt warten wir, bis der nächste Auftrag kommt. Und dieser lässt gar nicht mal so lange auf sich warten. So, und jetzt kommt der nächste Auftrag. Jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir fahren jetzt nach Neumarkt rein, zu der Firma Klebel. Die haben da ein Zwischenlager. Und da fahren wir jetzt am Frostschutzschicht 032 hin. Und steht da dabei, dass der Lieferschein im Briefkasten rein soll, weil anscheinend keiner vor Ort ist von den Mitarbeitern. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Jetzt fahren wir dann erstmal noch tanken, erst laden, dann tanken und dann fahren wir los. Übrigens, in der Firma werden jährlich rund 4 Millionen Liter Diesel verbraucht. Frostschutz ist eine Schicht, die nimmt man bei den Autobahnen her. Also der wird als untere Schicht, bevor der Asphalt reinkommt, das ist halt, da ist halt ein Sandanteil mit drin. Und das lässt sich auch besser verdichten als wie ein reiner Schotter. Einen reinen Schotter, wenn du hast, den nimmst du eigentlich nur zum, also das ist mehr, also Schottersplit, das nimmst du mehr zum Betonieren. Und Frostschutzschicht ist dafür da, dass halt einfach, dass die Straße fest ist und dass sie nicht nachgibt. So, jetzt fahren wir hier in die Verladung. Schauen wir in den Spiegel. Okay, und stopp. Fangen wir mal den Wiegemeister an. Peter, ich kriege einen Frostschutz von 32. Jetzt sind hier praktisch zwei Spiegel dran. Da kann ich ganz genau sehen, wann das losgeht und wie hoch das mich auflädt. Und je höher das ich komme, umso weiter muss ich immer Stück für Stück vorfahren, bis der Sattel voll ist. So, jetzt sieht man schon langsam, wie der Schotter kommt. Und jetzt fahren wir ein Stück vor. Okay, und bleiben wieder stehen. Das Ganze wiederholt sich noch dreimal, bis Andis Mulde dann gut voll ist. Mit rund 25 Tonnen aus den Speichersilos, da Martin und Tobi noch die Anlage reparieren, geht's für ihn nun ab nach Neumarkt. Elias hat ebenfalls Schotter geladen, ein 0,45er, und versucht, diesen an den Mann zu bringen. Doch die Suche nach dem finalen Kippplatz gestaltet sich schwieriger als anfänglich gedacht, denn die erste Adresse war nix. Oh, da ist Konrad auch. Und mit der ersten Niete in der Tasche soll es nun auf der anderen Hallenseite klappen. Der Retter naht auch schon in Form von Robin Hood, Robin Gila. Hi, servus. Robin Dere. Soll ich auch? Ich habe jetzt ganz verdacht, dass wir zu dem Hafen da hinten kommen. Ne? Ja. Jetzt auch nicht. Du musst mal einen Unterschied, du musst zum Egner holen, weil da muss ich einen Grenzstellplatz machen. Zum Egner, also. Ich fahre mit dem Auto voraus. Oh, weit. Lass mal schauen, als du da anderen kommst, weil jetzt vorhin ist der Viehachser gefahren. Aha, warte mal, ich mal meinen Kasper, weil mein Master da auch auf, weil wir filmen gerade noch. Hast du da einen Crush oder was? Ja, genau, Stone Crush. Und jetzt ruft Elias sein Master an. Haha, mich. Ja, der Master. Ja. Ich gehe zwar dran, aber ich kann nicht hören. Du, wir meinen woanders mit unserem Klump. Ich höre dich doch nicht. Aber ist egal. Ich sag's ganz einfach, ohne mich aufzuregen, ich hatte keinen Empfang. Naja, jetzt geht's weiter auf der richtigen Baustelle. Ja, das ist das Problem, aber. Wenn du sagst, wir kannten es. Da vorne ist auf jeden Fall ein Schotter eingebaut, da kannst du sauber zurückfahren. Ja, jetzt kommt ein Gegner Auto. Ja, machen wir mal fort. Dann fahren wir mal. Was für einer? Jetzt pass auf, ich fahr gleich rückwärts an und lohne, da hast bestimmt was da zum Verfilmen, oder? Für Elias heißt es jetzt erst einmal Platz machen und dann rückwärts reinziehen.
Das Ganze ist natürlich keine leichte Aufgabe, denn normalerweise fährt hier ein Vierachser rein. Für Elias läuft's dennoch mit den rund 26 Tonnen ganz geschmeidig. Oh, ich seh schon was. Und nach einer ersten kleinen Hürde, dem Tor, und einer zweiten mit der leichten Rechtskurve und kleinem Abhang. Wird es für das lange Geschoss nicht einfacher. Denn Elias ist mit einem Fußkranken unterwegs, heißt ohne Allrad. So ist das ganze Unterfangen für den 21-Jährigen und den Fünfachser gar nicht mal so leicht. Zum einen spielt das Gewicht eine Rolle und zum anderen die Länge des Gespanns bei der etwas verengten Einfahrt. Doch keine zwei Minuten später sitzt dann der zweite Anzug und Elias kann abkippen. Taugt! Oh, jetzt wird's gleich interessant heute. So, zack. Geht aber gemächlich, der Kipperpumpen. Ja, ich hab. Weißt du warum? Weißt du warum? Wenn ich jetzt Gas geben darf, messe ich die Bremsseite und dann merke ich nicht, wann er mich wegschwemmen wird. Weil der. Ich stehe sowieso schon rechten Winkel. Haben Sie wenigstens mal was zum Gucken? Du hast schon was da zum Wasserschirm, oder? Du hast schon was da zum Verschirmen. Du hast schon was da zum Verschieben wahrscheinlich. Die 26 Tonnen 0,45er rieseln entspannt aus der Mulde. Der Feierabend rückt damit in großen Schritten näher. Muss man da noch schnell unterschreiben, dann? Ja, aber bevor es dazu kommt, gibt's noch ein kleines Schmankerl. Das war wieder klar. Ja, Allrad wäre gut. Oder Mulde weiter runter oder so, ne? Ja, sieht schon gut aus. Nochmal? Jawohl. Jupp, dreht durch. Also noch weiter runter. Ja, nochmal. Ne? Ja, nee. Noch weiter runter. Ne? Und alle guten Dinge sind drei. So, noch weiter runter, noch weiter runter. Ja, gut. Hebt sie sich. Jetzt aber. Ah, jetzt. Steh wenigstens schon ein bisschen. Wenn der andere sieht, das fressen neue Reifen. Die sind neu. Und so schlimm ist es auf dem Boden jetzt auch nicht. So sieht's aus. Alles easy. Weil so ist halt. So ist es halt. So ist es halt. Ja, mei. Machen, wenn ich nicht aufstehen, gell? Ja. Ich war rückwärts, war ich nicht raufgekommen. Jetzt komme ich halt nicht weg. Ist halt so. Okay, aber ich hätte noch mal eine kurze Frage. Wie ist das mit dem nach oben genau gemeint? Alter! Oh, 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 oh. Ja, oh. Ne? Da denke ich an Andis Worte. Aber egal. Geht's schon wieder los. Ah, Bremse lösen, da war was. Und jetzt mit Schmackes, oder wie? Jawoll. Ende gut. Alles gut. Ne? So. Jetzt machen wir eine Unterschrift. Wie kennst du die Michelle eigentlich? Michelle und ich, wir kennen uns schon länger, ja. Andreas, waren wir viel unterwegs mit einem Land. Ah ja. Ja, Flickor bin ich halt schon einmal. Ah. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Ja, jetzt sehen wir sie zwar eher selten, aber. Die war auf irgendeinem Konzert? Ja, das habe ich gesehen, aber heute fährt es wieder, gell? Ich weiß noch gar nicht, ob die Auto hat. Die haben die Kamera im Weg weggefahren. Ja, das hat mir geschickt. Da war es wahrscheinlich sauer. Hast du gesagt, einmal bin ich im Urlaub, da fahren sie mal Kamera weg. Passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Für Elias geht's jetzt zurück nach Lava ins Werk und dann heißt es erstmal Feierabend für heute. Das war übrigens eine der letzten Touren im MAN TGX für den Jungtrucker. Er hat eine neue große Liebe, aber dazu bald mehr. Wo? Natürlich hier. Bei Stone Crush.
Und das nächste Mal in Gräfenberg spukt's. In Labor sieht Stefan Dinge, die nicht da sind. Diese Kette dreht diese Rolle. Das ist richtig. Diese Kette dreht diese. Nee. Und diese. Was? Dann diese. Und ja. Hier ist das Gleiche. Ist doch nicht normal. Beziehungsweise Andi, ist das normal hier? Ich bin der Einzige, der wo, also bei der Firma Bärenreuther, der glaube ich, wo sagt. Also ich habe es meiner Chefin auch schon gesagt, der Anna habe ich auch schon gesagt, also das ist nicht schlimm. Na dann ist ja alles in Ordnung. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in Folge 7 wieder. Ne? Tschüss.